Olli, schön, dass du heute hier bei uns bist zur Amtseinführung der neuen PK-Leiterin Weihe. Sag doch mal eben einmal, wie erging es dir in den letzten Wochen? Also als Pensionär hat man ein schönes Leben. Ich finde es wirklich toll. Ich habe das nicht so gedacht. Ich habe immer gedacht, oh, das fällt dir unheimlich schwer, nicht mehr zur Polizei, zum Polizeikommissar zu kommen, nicht mehr Polizeibeamter zu sein. Und die neue PK-Leiterin und ich haben uns ja im Vorfeld schon kennengelernt. Und ich glaube und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das so weiterführt, wie das hier bisher gelaufen ist, beziehungsweise auch noch eigene, ich sage immer Duftmarken, setzt hier auf dem PK. Und ich freue mich sehr, dass sie das übernommen hat. Also hast du ein gutes Gefühl? Gutes Gefühl und ich hoffe, sie bleibt etwas länger, denn es ist jetzt die zweite Amtseinführung einer Frau, wo ich dabei bin, die dann hat, aber die erste hat nicht so lange gehalten, ein Jahr. Okay. Ich hoffe, das hält jetzt länger. Und Franziska Melan, freust du dich darauf, auf die neue Zeit hier in Weihe? Ja, also ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe ja über Olli schon so ein paar Mal hier reinschnuppern dürfen in die Aufgaben eines Dienststellenleiters. Und ich habe mir tatsächlich viele Gedanken gemacht, welche Aufgabe hat überhaupt eine Dienststellenleiterin. Und habe dann festgestellt, rein begrifflich, total einfach, eine Dienststelle leiten. Aber habe dann gedacht, naja, da muss ja vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter stehen. Und habe dann ein bisschen reinschnuppern dürfen über Olli. Bei Besprechungen durfte ich schon teilnehmen an Personalversammlungen. Und ich muss sagen, also das ist, glaube ich, die Aufgabe, die ich für mich, die mir am besten gefällt und die ich mir wirklich schon immer vorgestellt habe, dass ich das immer mal machen darf. Ja, und wenn man das so hört, dann kann man ja sagen, du bist ein sehr sozialer Mensch, du liebst es, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Stimmt. Und ja, ich denke, das ist doch ein guter Austausch hier. Ja, ich freue mich drauf.